Das ist sehr schwer zu sagen, wie viel Macht hat das Kind, das der Herrscher ist. Obwohl das Kind, das Herrscher ist, auch Macht hat. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Mächtig, aber untalentiert ist so ein bisschen das Problem, das man häufig hat in diesem Spiel. Das ist sehr realitätsnah, würde ich sagen. Das macht mir jetzt meine ganze Forschung kaputt, weil wenn es so wäre, dann müsste ich mein halbes Buch verbrennen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Formats mit Computerspielen. Wir haben uns für heute Abend eins meiner Lieblingsspiele ausgesucht, nämlich Crusader Kings 3, ein Herrschafts- und Lebenssimulator im Mittelalter. Viel muss man zum Spiel, glaube ich, gar nicht sagen. Die uns jetzt sehen werden, die kennen vermutlich das Spiel alle schon. Und die es noch nicht kennen, die werden es dann heute Abend kennenlernen. Nämlich dank dir, Stefan Bliemel, besser bekannt als Steinwallen, Historiker, YouTuber und Streamer. Wir sitzen jetzt schon das dritte Mal zusammen. Du kommst frisch von der Gamescom, wenn wir das jetzt hier aufzeichnen, bis heute Morgen noch in Köln gewesen. Deinen Zuschauern Spiele vorzustellen und verschiedenste Spiele zu spielen, das ist dein Beruf. Du hast auch jetzt die letzten Tage wieder viele neue Spiele kennengelernt. Aber ich würde mal mutmaßen, Crusader Kings ist vermutlich auch für dich und deinen Kanal, für deine Kanäle schon ein besonderes Spiel oder eine besondere Spielreihe, oder täusche ich mich? Ja, tatsächlich. Das verfolge ich schon seit vielen, vielen Jahren. Zeige auch das Spiel in Form von Let's Plays und Infovideos schon seit Teil 2. Ich weiß gar nicht, bestimmt schon seit 8 Jahren. Und es ist aber deshalb besonders wichtig, weil es, glaube ich, das, was ich mache auf YouTube und auf Twitch, ja besonders gut widerspiegelt oder ermöglicht eigentlich, nämlich die Verbindung so von viel Strategiespiel mit historischem Hintergrund, aber dann mit so einem rollenspielerischen Ansatz. Das fördert ja das Spiel auch ganz besonders durch diesen Charakter, durch die Charakterorientierung. Das heißt, ich versuche nicht, wie manche andere Strategiespieler, möglichst immer nur das Beste rauszuholen und die Mechaniken auszunutzen und auszutricksen, sondern ich versuche mich häufig in Charaktere oder Situationen oder Länder hineinzuversetzen und so aus der Perspektive rauszuspielen, so ein Ansatz. Und das geht wiederum mit diesem Spiel so gut wie fast mit keinem, also mit dieser Reihe, sagen wir es mal allgemein so. Und wenn man jetzt so rein den Blick auf die Abrufzahlen und Zuschauer blickt, wie performt das da so? Ist das, läuft das mit am besten, oder? Ja, also die großen Let's Play-Reihen zu Crusader Kings 3 sind schon die meistgeschauten Let's Plays. So sieht's aus. Ja, an unserer Seite, beziehungsweise in unserer Mitte, ist heute Dr. Clara Hader. Clara, du bist Mittelalter-Historikerin an der Universität Köln, arbeitest an deiner Habilitation und forscht unter anderem zur Geschichte der Familie, zu Legitimität und Illegitimität sowie zur Kirchen- und Papstgeschichte. Eine bessere Besetzung und Begleitung für den heutigen Abend hätte ich mir gar nicht wünschen können. Schön, dass du da bist und auch bereit bist, dich mit einem Spiel zu beschäftigen heute Abend, dass du selber noch nicht gespielt hast. Deine Rolle wird heute nicht nur sein, uns als Expertin etwas über deine Forschung und über das Mittelalter zu erzählen und das Spiel vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle kritisch unter die Lupe zu nehmen. Du wirst eben auch zum ersten Mal eine Partie Crusader Kings 3 bestreiten. Wir haben vorab ein bisschen besprochen, ich habe dir ein klein bisschen gezeigt, wie das Spiel aussieht, wie man starten kann. Und du hast dich für das Startjahr 867 und für einen Start im Ostfrankenreich entschieden. Warum diese Wahl? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich hier bei euch sein kann. Ich habe halt meinen eigenen Forschungsschwerpunkt im Frühmittelalter, Früh- und Hochmittelalter und auch in der Geschichte des Fränkischen Reichs und seiner Nachfolgereiche mit einem Schwerpunkt dann auf dem Ostfränkisch, später Römisch-Deutschen Reich. Und deswegen war das für mich eigentlich eine naheliegende Wahl, dass, wenn ich was dazu sagen soll, ich dann da starten würde, wo ich mich am besten auskenne. Das Jahr, also diese Mitte des 19. Jahrhunderts ist ja auch einfach politisch ein sehr spannendes Zeitalter des Umbruchs und sicherlich ein guter Einstiegspunkt, ja. Dann steigen wir auch direkt schon ein, wobei wir haben uns überlegt, wir werden nicht mit einem historischen Charakter starten, sondern
die Option des Baukastens auswählen, also uns selber einen Charakter erstellen, weil uns das vielleicht in ein oder andere Möglichkeit gibt, auch noch so ein bisschen deine Forschungsschwerpunkte mit einzubauen oder dir die Möglichkeit zu geben, ein bisschen rollenspielerisch tätig zu werden. Also Stefan, jetzt übernimmst du die genau, wir hatten Maus und Tastatur. Jetzt überlegt, glaube ich, Herzogtum von Bayern zu spielen, genau. Sozusagen als Teil dieses Reiches, und man kann natürlich jetzt historisch spielen, das wäre Karlmann, aber wir wollen selbst erschaffen. Genau, und ich habe was vorgebaut. Ich habe versucht, mich ein bisschen an dem Foto zu orientieren. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, was das Ergebnis angeht. Okay, laden wir mal rein. Ja, das, genau. Mhm. Okay. So, dann müssten wir, glaube ich, also wenn du damit einverstanden bist, natürlich den Dynastienamen noch von Harder. Ja, warte mal kurz. Ich habe lange nicht mehr gemacht. Vorname, Dynastiename? Genau, du musst auf die Dynastie anpassen. Genau. Von Harder, sehr schön. Fertig. Ich glaube, Wappen und sowas lassen wir einfach mal, oder hast du? Das habe ich alles nicht. Spannende Frage ist ja hier schon die Kulturfrage, ne? Also wir sind ja in der Zeit, glaube ich, wo die Eliten noch fränkisch dominiert waren, während natürlich das Volk man vielleicht als bayerisch bezeichnen könnte. Könnten wir ändern? Ich weiß nicht, wie du sein möchtest. Auf Fränkisch ist gut. Fränkisch ist gut. Okay. Dann gibt es hier noch so ein kniffliger Entscheidung, ich weiß nicht, was du dir da. Es ist ein Rollenspiel, wir bilden dich jetzt nicht nach. Ja, also auch das wird vom Spiel simuliert. Ne? Ja. Man kann das jetzt auch einfach zufällig machen. Homo und bisexuell oder asexuell gibt es sogar als Option. Wir können jetzt ungünstig, wenn man eine Dynastie gründen möchte. Ja, absolut, ja. Vielleicht sollten wir dich gleich auch, oder unseren Charakter vielmehr, noch etwas für die Fruchtbarkeit tun. So, das sind die Standardeinstellungen. Yeah. Ich weiß nicht, lassen wir vielleicht erstmal. Ich habe dir zumindest eine intellektuelle Ausbildung beschert. Ich habe mir gedacht, das passt, aber das können wir natürlich verändern. Wobei es ein bisschen uncharmant ist, weil, es gibt 3 ist Maximum. Nee, es gibt auch 4 Sterne. Es gibt auch 4, ja. Nein, ich wollte nicht so viele Punkte wegnehmen. Das macht gar nichts. Bei einer Frau im 9. Jahrhundert ist das, glaube ich, auch zu viel verlangt. Okay. Ja, ist die Frage, womit wir jetzt anfangen. 18 Jahre, das ist sozusagen dann schon ab 16 ist man im Spiel heiratsfähig. Das ist übrigens schon mal die erste interessante Frage. Ja. Gibt es sowas? Also Heiratsfähigkeit, gab es da so Regelgrenzen? Klar. Also es gibt natürlich eine Vorstellung von, wann ist man erwachsen. Mhm. Und das ist in der Regel 12 und 14 Jahre. Also 12 Jahre für Mädchen, 14 Jahre für Jungen. Mhm. Das ist aber eine theoretische Grenze. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass alle jetzt mit 12 Jahren, alle Mädchen mit 12 Jahren verheiratet worden wären. Mhm. Das betrifft in erster Linie so Übergänge im Leben. Ja, also es gibt halt die frühe Kindheit, dann gibt es dann eine bestimmte Phase, wo es eben sowas um Ausbildung und solche Dinge gibt, und man geht davon aus, an einem bestimmten Punkt X ist die eben abgeschlossen, diese Phase, und dann geht man eben in eine neue Lebensphase, wo man andere Aufgaben übernimmt innerhalb der Familie. Junge Männer dann eben die bekommen dann ihr Schwert. Mhm. Das ist ein wichtiges Ritual. Die kommen dann die Schwertleiter, bekommen dann ihr Schwert umgegürtet, sind dann ein Mann und sind eben ein Krieger. Das ist der Punkt, ist ja eine Kriegergesellschaft, und in die treten die dann ein. Und für Frauen gibt es das, ist das weniger stark ritualisiert, oder zumindest wissen wir darüber relativ wenig, aber das ist ähnlich zu sehen. Und mit der Heirat ist das eben auch so. Also die heiraten können nur quasi Erwachsene. Mhm. Und nach den damaligen Vorstellungen wäre das dann eben so. Mhm. Wobei die noch weiterhin auch als junge, adolescente Personen auch bezeichnet werden. Also die Begrifflichkeiten springen da nicht um, automatisch. Aber ich sag mal so, 16 ist eigentlich ein gutes Alter. Das ist so, dass ein häufiges Heiratsalter auch im Adel. Ich glaube, man kann auch ab 16. Das Spiel simuliert das tatsächlich ab 16. Das ist da die Grenze zwischen Kind und Erwachsensein. Ja. Als Kind gibt es noch spezielle Spielmechaniken, die einem halt vieles mal nicht erlauben. Wenn man auch kindliche Herrscher gibt, dann gibt es so Vertreter. Da hat man dann nicht die volle Macht. Deswegen sollten wir ab 16, sonst wird es noch ein bisschen unangenehm. Das ist sehr schwer zu sagen, wie viel Macht hat das Kind, das der Herrscher ist. Obwohl das Kind, das Herrscher ist, auch Macht hat. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist so. Interessant.
ja, dann bleiben sie sich erstmal unverheiratet, damit wir die Wahl haben. Das ist ja auch ganz interessant. Erstmal wollen wir uns erstmal umgucken. Ja, genau. So, jetzt kann man sich hier so ein bisschen seine Persönlichkeit zusammensuchen. Da gibt es ja gute und schlechte Eigenschaften oder vielleicht auch beides in einem. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich werde das mal so ganz langsam runterscrollen. Wir brauchen da jetzt nicht ewig drüber nachdenken. Das ist für uns jetzt auch gar nicht vielleicht so entscheidend. Aber haben vor allem auch religiöse Bedeutung einzelne. Ja, es gibt hier, was grün und rot umrandet ist, das sind Tugenden und Sünden in dem jeweiligen Glauben. Aber du kannst ja vielleicht mal drei, die dir ins Auge springen, die du irgendwie passen. Hinterlistig finde ich gut. Hinterlistig, sehr gut. Nehmen wir das einmal. Genau. Bringt uns das System funktioniert, um einmal zu erklären. Es gibt so manche Charaktere, die gegenläufige Meinung haben, die mögen einen dann weniger. Und in diesem Fall ist es halt auch eine Sünde. Man verliert dann Meinung bei zum Beispiel Priestern des Glaubens, die das so ein bisschen mitbekommen haben, verliert Frömmigkeit. Aber da kann man aber im Ränkespiel sehr erfolgreich sein, wenn man hinterlistig ist. Gut. Gehen wir mal ein bisschen runter. Genau. Das sind so die Standardeigenschaften, die das Spiel zu bieten. Stur. Stur. Mhm. Sieht man, hier sind ein paar ausgegraut, die jetzt nicht funktionieren, weil sie die entgegengesetzt sind. Die können dann nicht mehr in dieser Kombination nicht mehr gewählt werden. Mhm. Das ist ja auch interessant. Aber man kann immer noch ehrlich sein, ist ja merkwürdig. Nee, das ist auch hinterlistig. Ah, das ist schon grau. Weil wir hinterlistig sind. Ah ja, eben. Mhm. Das hätte mich jetzt auch überrascht. Genau. Gut. Weiß nicht, gierig. Gierig, ja, sehr schön. Okay, das ist sozusagen, das definiert jetzt ein bisschen unsere Persönlichkeit. Das hat einmal spielmechanische Effekte, aber man kann es dann auch so spielen, wenn man möchte. Es gibt noch so andere Eigenschaften, die muss man nicht nehmen. Mhm. Ne? Die können aber einen so noch ein bisschen, die kann man auch im Laufe des Spiels erwerben. Also das muss man jetzt noch nicht machen. Ist die Frage, ist es wahrscheinlich Quatsch, jetzt hier mit 16 Theologen und Gelehrten zu sein. Aber ziemlicher Quatsch. Vielleicht nehmen wir eine genetische positive Eigenschaft, um die Fruchtbarkeit zu steigern. Ah, das gibt's ja. Das wird uns schnell gelingen hier, aber gut. Tja, ja. Also es gibt dann auch solche Sachen wie, naja, also so ein paar negative Eigenschaften. Ja, aber wenn... Schiffe blattern, nein, danke. Ja, man kann aber auch sich schön machen. Wunderschön. Ja, genau. Das erhöht auch die Fruchtbarkeit. Nein, stimmt, ja. Das wäre vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe. Wunderbar, ich bin dafür. Ja, ja, bist du auch dafür? Dann nimm das mal. Gut. Es verändert sich dadurch im Übrigen auch ein bisschen das Gesicht. Aber nicht zum Besseren, fand ich. Findest du nicht? Nee. Wir können ja mal spaßenshalber. Das habe ich besser gemacht. Abscheulich machen. Okay, wir bleiben bei wunderschön. So, jetzt ist es so, dass man hier innerhalb so einer am Punktesystem bleiben sollte, damit man sich nicht so übermächtig machen kann. Und, also Genie geht jetzt nicht noch dazu. Nee, genau. Das wird wahrscheinlich schwierig, aber wir können hier, es gibt noch so Einzelwerte, die können wir noch ein bisschen verändern. Mhm. Also Bereiche, die sind jetzt schon beeinflusst durch die Eigenschaften, also Ränkespiel und sowas und Bildung ist durch das jetzt schon beeinflusst. Aber du kannst ja zum Beispiel noch sagen, möchtest du noch ein bisschen besser dich mit Leuten unterhalten? Diplomatie können wir noch ein bisschen erhöhen. Vielleicht bringen wir das auch nochmal auf 10. So, jetzt sind wir schon bei 393. Man sieht, dass wir das hier ein bisschen ausnutzen. Ja. So, zack. 397. Da sind wir schon rüber. Lassen wir es einfach so. Ne? Ja. Wollen wir die Ausbildung noch ändern oder wollen wir. Nö, ne? Scharfsichtige Intellektuelle. Ja, mach ruhig. So, dann würde ich sagen, sind wir fertig, können das abschließen, abgeben. Und so sieht es jetzt aus. Reizend. Okay, beginnen wir. Tja, der Anfang ist natürlich immer ein bisschen überwältigend in diesem Spiel, weil man ja etwas zu tun hat, weil wir müssen kurz mal eine Sache vielleicht als erstes klären. Wir sind also jetzt Herzogen unverheiratet und das führt uns in eine etwas schwächere Position, weil Frauen basierend auf dem Glaubenssystem, was wir haben, da können wir kurz mal reingehen, Katholizismus,
Da wird zum Beispiel dominiert, wie jetzt die Geschlechtersituation. Das hat was mit dem Glaubenssystem zu tun? Genau, das ist in diesem Spiel so, so organisiert. Ne? Mhm. Glauben haben so Doktrinen. Und eine ist halt, welches Geschlecht irgendwie dominiert. Das man könnte den Glauben auch verändern, wenn man... Und in welchem Glauben ist es nicht männlich dominiert? Weiß das jemand? Ich weiß Gibt spontan es das nicht. Also Option? Okay. Ich weiß nicht, in den vorgefertigten, in den Spiel, in den Religionen, ob also das irgendwo anders wir ist. Wir können mal reinglauben. Andere glauben da. Ja. Vielleicht gibt es irgendwelche... Irgendwelche heidnischen... Ja. Das können ja. Ja. Tja, also das sind jetzt nur die christlichen, aber es gibt ja die ganzen... Cool. Sibirische, okay, gut. Also das Glaubenssystem... Das übersteigt jetzt meinen Horizont. Ja, ja, also auch. Der Spieler hätte die Möglichkeit, wie auch immer. Also aber das ist eine interessante Kopplung, weil das natürlich Kokolores ist, weil die nicht christianisierten Völker, die es ja auch im Frühmittelalter noch gibt, ja genauso männlich dominiert sind. Genau, das würde dort auch über den Glauben dann organisiert sein. Die Idee ist halt, dass von dort her vielleicht, das ist vielleicht die These des Spiels, dieses Wertesystem stammt oder geprägt wird. Ja. Und dass man das, wenn man das ändern will, müsste man sozusagen an den Glauben ran. Da müsste man reformatorisch agieren. Mhm. Ja, da müsste man als Reformator des christlichen Glaubens auftreten und sagen, den Punkt möchte ich jetzt ändern. Das heißt, ich muss den Glauben ändern, anstatt den Glauben inhaltlich zu verändern? Ja, man verändert ihn inhaltlich, aber dadurch wird es ein anderer Glaube. Das bleibt dann nicht also katholisch. Ich kann nicht katholisch bleiben und eine andere Regel einführen, wie das ja die ganze Zeit gemacht wird. Meines Wissens nicht, ne? Nee, es wäre eine Abspaltung. Ist starre, genau, es wäre eine Abspaltung vom eine heretische Glaubensrichtung vom katholischen Glauben. Den kann man dann selbst benennen. Ja. Würde darauf noch fußen, auf diesen Glaubensformen, aber würde sich dann wäre ein eigener Zweig. Also die Vorstellung ist im Prinzip die, dass jetzt in dem Jahr, in dem wir sind, schon alle Gesetze des Glaubens ausgebildet sind und dass die auch konstant, also auch alle. Die sind statisch. Ja. Die sind statisch und ändern sich auch nicht im Laufe des Spiels. Na doch, also es gibt halt von selbst auch heretische Bewegungen, die es versuchen wollen auch zu verändern. Das gibt es durchaus. Auch von. Aber ich rede jetzt nicht von Häresie, sondern ich rede jetzt von Gesetzgebung. Nee, Gesetzgebung in dem Sinne... Weil die große Gesetzgebung kommt ja erst im Hochmittelalter. Genau, also es gibt jetzt keinen Papst, der jetzt oder kein Glaubenskonglomerat, das jetzt anfängt, selbstständig diesen Glauben zu verändern. Mhm. Der bleibt erstmal statt. Was passieren kann, ist, dass Leute auf die Idee kommen, wir haben aber eine andere Idee von Christentum und entwickeln dann Lollardentum oder es gibt da verschiedene... Ja, dann gibt es irgendwelche Schismen und was weiß genau, ich was. Aber das funktioniert im Spiel. Mhm. Wie auch immer. Also das bedeutet aber, eine der wichtigsten Aufgaben ist, dass wir einen Ehepartner finden. Ja, vielleicht sollte das auch das Erste sein, weil das verändert auch die Möglichkeit, interessanterweise, wie viele Domänen wir regieren können, weil uns der Ehepartner da helfen kann. Mhm. Da gibt es jetzt natürlich hunderte Möglichkeiten. Man kann das so ein bisschen sortieren. Man könnte sagen, Prestige oder Relevanz oder was uns an Bündnismacht bringt und dann gucken. Was hier ein wichtiges, und das ist vielleicht eine Sache, über die wir gleich mal sprechen müssen, dass die Frage des Erbrechtes. Also hier geht erstmal in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, geht es halt normalerweise vom patrilinearen System aus. Mhm. Das Erbrecht ist auch später veränderbar. Ich muss kurz mal gucken. Genau, hier haben wir das Nachfolgesystem. Im Moment sind wir in der Bundteilung, aber eben patrilinear organisiert. Später kann man durch kulturelle Entwicklungen, Primogenitur noch einführen und andere Erbteilungssysteme. Hier würde das erstmal gleichmäßig, sage ich jetzt mal vereinfacht, auf alle unsere Kinder aufgeteilt werden, wobei der Haupttitel möglicherweise auch geteilt wird, wenn er teilbar ist. Alles ein bisschen kompliziert. Aber das ist ja historisch total authentisch, weil eben im 9. Jahrhundert tatsächlich genau so vererbt wurde und eben die Reiche ja auch dann deswegen kleiner wurden. Also erst war ja das Frankenreich riesengroß und dann, nachdem dann der Alleinherrscher leider ein paar mehr Söhne hinterlassen hatte, wurde es dann immer kleiner. Weil Karl es der eben, Große. Nee, Karl der Große war es nicht, Ludwig der Fromme. Sein Sohn war Alleinerbe, der war der letzte Alleinherrscher im Frankenreich und dessen Söhne haben dann das Reich unter sich aufgeteilt, ja auch mit einem großen Krieg, mit einem großen Bürgerkrieg, würde man heute sagen, der auch ganz hart eingeschlagen hat im Frankenreich. Und dann wurde es immer kleiner
Und dann haben die natürlich gegenseitig auch versucht, dann wieder Teile zurückzukriegen und ihre eigenen Reichsteile wieder zu vergrößern. Aber dieses grundsätzliche Prinzip der Erbteilung, das gefällt mir sehr gut. Das ist total anti-intuitiv zu dem, was ich gedacht habe, weil ich habe natürlich gedacht, dass die arbeiten da mit Primogenitur von Anfang an. Was ja ein Prinzip ist, das sich erst spät und auch überhaupt nicht flächendeckend durchsetzt. Das ist ein interessanter Punkt. Was heißt spät? Im Spätmittelalter erst? Oder? Ja, also im Hochmittelalter wird es mehr zur Regel, aber eben auch regional sehr unterschiedlich. Mhm. Also zum Beispiel gibt es eigentlich im Römisch-Deutschen Reich Primogenitur im Hochmittelalter so nicht. Mhm. Also es ist auch sehr schwer zu sagen, weil entsprechende Quellen, also Rechtstexte, die das so festlegen, setzen eben erst spät ein. Und wir müssen das sozusagen rekonstruieren aus der Praxis. Aber die Praxis zeigt eigentlich eine unglaubliche Flexibilität beim Umgang mit dem Erbe. Und was man ja immer bedenken muss, ist, dass wir ja nicht von einem rechtsstaatlichen, organisierten Gesellschaft ausgehen, sondern eben von einer, wo jede Entscheidung immer wieder neu ausverhandelt werden muss. Und erst wenn alle, die daran irgendwie beteiligt sind, auch zustimmen, dann wird das auch in die Praxis umgesetzt. Und das kann eben sehr Unterschiedliches bedeuten. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, wenn man jetzt mit seinen Verwandten sich so auseinandersetzen muss, wer jetzt was bekommt, welche Tasse und welchen Teller. Das ist das Gleiche in Grün. Also es ist nur größer. Ja. Interessant finde ich daran, dass ja aber schon Karl der Große und auch Ludwig der Fromme beide ja das große Ziel hatten, das Reich zusammenzuhalten. Ne? Also, oder? Wird das? Ja, das ist ganz schwer zu sagen, was Karl der Große und Ludwig der Fromme so dachten, weil die ja nicht aufgeschrieben haben, was sie gedacht haben, sondern andere Leute aufgeschrieben haben, was sie gedacht haben. Ich dachte, da gibt es sogar so ein richtiges Pamphlet von Ludwig dem Frommen oder so, wo das irgendwie sogar... Es gibt ein ganz berühmtes Gesetz. Das meine ich. Das ist ein wundervolles Gesetz, das die Wissenschaft rauf und runter betet. Das ist einmal überliefert, ist in einer Abschrift an einem total absurden Ort, was wahrscheinlich, nachdem die ist einem bestimmten historischen Moment rausgeboren. Die Zeit ist darüber hinweggegangen. Es wurde obsolet. Und erst wieder Jahrhunderte später haben die Historiker es rausgekramt. Und der hat aber tatsächlich da nämlich festgelegt, dass ein Sohn Kaiser wird, die anderen ihm untergeordnete Könige, und dass deren Königreiche nicht mehr weiter geteilt werden sollten, um eben genau dieses Aufsplittern zu verhindern. Das war das Gesetz. Das ist aber eben ein Gesetz, das zu einem Zeitpunkt erlassen wurde, als er drei Söhne hatte. Und dann hat er nochmal geheiratet, hat nochmal einen Sohn gekriegt mit seiner zweiten Frau. Und dann musste der eben auch versorgt werden. Und dann griff dieses Gesetz nicht mehr, weil ja nur die anderen Söhne darin berücksichtigt wurden. Und deswegen mussten neue Gesetze geschrieben werden. Und dann haben sie sich alle ein bisschen gestritten. Er wurde abgesetzt, dann ist er wieder eingesetzt, wieder abgesetzt worden. Ja. Es wurde offensichtlich nicht akzeptiert, ne? Der Wille, sondern irgendwie die Tradition war eine andere. Ja, das hat weniger was mit der Tradition zu tun, glaube ich, als das, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass haben ja auch ein Interesse an dem, was passiert politisch. Also es sind ja nicht nur die Herrscher und ihre Söhne, die als Akteure relevant sind, sondern da spielen auch noch Bischöfe mit, da spielen andere Adlige mit, die den Söhnen jeweils wieder untergeordnet sind, die ihre eigenen Interessen haben. Und das ist ein sehr komplexes System. Mhm. Es ist mit einem Satz nicht zu erfassen. Also das würde man sonst nicht verstehen, warum die alle so oft die Seiten gewechselt haben. Mhm. Jetzt müssen wir wieder zurück zur matrilinearen Ehe. So, ja. Genau. Und, richtig. Was führen wir jetzt ein? Ja, das ist eine Möglichkeit, damit, wenn wir jetzt eine patrilineare Ehe führen, dann wäre unsere Dynastie würde enden. Ja, das wäre schlecht. Das führt aber vermutlich dazu, dass wir bestimmte Heiraten nicht machen können, weil ganz wichtige Männer würden das jetzt nicht machen mit uns matrilinearen Heiraten, weil sie natürlich ihre Linie fortsetzen wollen. Hat es das denn im Mittelalter überhaupt gegeben, dieses Prinzip der matrilinearen Ehe? Also so als, ich setze das jetzt mal als Voraussetzung fest, sonst werde ich nicht heiraten, ganz sicher nicht. Was es aber natürlich gibt, sind ja Herrscherinnen, die aus eigenem Recht herrschen, also die dann eben wirklich auch herrscherliche Aufgaben übernehmen. Das ist alles immer ein bisschen begrenzt, weil Frauen ja nur eingeschränkt rechtsfähig sind, aber das gibt es natürlich schon. Und es ist schon so, dass eine
Das aber ja eigentlich bei einer, die Frau, wenn sie heiratet, ihre Familie verlässt und in die Familie des Mannes eintritt. Das ist eigentlich das Prinzip. Also das jetzt dann über, aber was, man darf sich das, ich glaube, es ist eben, es ist zu statisch. Also wenn ich jetzt sage, es gibt nur dies oder dies, klar, es ist eine patriarchalische Gesellschaft, die ist so organisiert, aber es ist zum Beispiel noch so, dass noch im 11., 12. Jahrhundert ja ganz viele Könige ihre Abstammung über die weibliche Linie bis zu Karl dem Großen verfolgen. Und um ihr eigenes Prestige zu befördern. Und da ist es kein Problem, dass die Bindeglieder Frauen sind, dass sie vielleicht auch uneheliche Kinder waren. Das spielt keine Rolle, solange sie mich die Linie an den richtigen Punkt zurückführen, ja, sozusagen. Also solange der Stall gut genug ist, aus dem die Frau kommt, ist das jetzt nicht unbedingt was dann negativ ist. Spannend. Ja. Also die Abstammung spielt eine größere Rolle als das Geschlecht. Das ist interessant, weil diese Möglichkeit gibt es tatsächlich auch hier. Also eine prestigereiche Hochzeit zu machen, die jetzt vielleicht machtpolitisch nicht so unbedingt wichtig ist. Hier könnten wir zum Beispiel einen Karolinger heiraten, der in gewisser Weise auch von Karl dem Großen abstammt. Er ist der Enkel von dem jetzigen König Ludwig II. Der ist im Moment aber landlos, hat offenbar irgendwie... ich weiß gar nicht, was Prinz Karlmann... Ach so, Karlmann... Sein Vater. Ja, ist das nicht der, den wir gerade entmachtet haben? auf jeden Fall, der existiert in dieser Welt, hat also eine gute Linie, aber ansonsten bringt er uns jetzt kein Bündnis, das wäre eine Option. Es gäbe sozusagen, wenn es uns um militärische Macht gibt, ich würde mal sagen, wir heiraten jetzt schon irgendwie so ein bisschen in der Gegend, gäbe es natürlich Franzosen, also aus dem Ostfrankenreich. Aber warum ergibt uns ein Bündnis mit dem Ostfrankenreich? Aus irgendwelchen Gründen. Das ist ja nicht so richtig in der Gegend eigentlich, ne? Nee, ist nicht in der Gegend. Also vom Alter her würde natürlich auch passen. Aber würde man das vielleicht, man könnte natürlich auch einen alten Mann heiraten. Das wäre spieltechnisch möglich. In der Realität auch möglich, ja, klar, ne? Ja. Da spricht ja nichts dagegen. Ja, die Auswahl ist nicht so riesig, ne? Aufgrund unserer bisschen schwierigen Situation. Was möglich wäre, ist auch, dass wir intern irgendeinen bayerischen Grafen haben, also heiraten. Das wäre was. Machen wir das doch. Ja, muss ich bloß noch mal gucken. Da hatte ich irgendjemanden. Hier haben wir jemanden, Engelschalk. Der stammt aus dem Hause, ja, irgendwie Grafschaft Graz. Das liegt, glaube ich, in unserem Einflussgebiet. Ja, der ist Marschall seines Vaters, 18. Das wäre sozusagen eine interne Heirat. Also in unserem kleinen... Die kleine Lösung. Die kleine Lösung, die uns vielleicht machtpolitisch weiterhilft. Hauptgierig. Oh. Ja. Also das sind vielleicht zwei interessante Gefällt Optionen. Gefällt er dir? So ein Match made in heaven. Zornig, sprunghaft, ehrgeizig, aber... Meisterhafter Philosoph. Nehme ich dich aus. Okay, gut. Dann machen wir das. So. Hier sieht man die Truppen, die sein Vater mit reinbringt. Das Spiel ist so organisiert, dass durch eine Heirat automatisch ein militärisches Bündnis existiert. Mhm. Ich vermute mal, das war kein Automatismus, gehe ich mal davon aus. Ne? Ja. Es war sicher irgendwie vielleicht naheliegend, oder? Es ist sicherlich Teil der Verhandlungsmasse. Ja. Also das Ehe wird ja also auf dieser Ebene normalerweise gründlich geplant und dann spielt das schon eine Rolle. Und es ist jetzt nicht so, dass dann automatisch man sagen kann, ich gehöre jetzt dazu und deswegen musst du mitmachen, wenn ich jetzt einen Krieg führe. Aber natürlich bei Fehden spielt das natürlich eine große Rolle. Mhm. Und es ist schon so, dass man natürlich erstmal davon ausgeht, dass die Familien auch miteinander verbündet sind, wobei es ja auch genug innerfamiliäre Konflikte gibt im ganzen Mittelalter. Ich sagte das jetzt eben schon mit Ludwig den Frommen, der von seinen eigenen Söhnen bekriegt wurde oder wo sich die Brüder eben auch dann gegenseitig bekriegt haben. Also ich sag mal, das schützt halt nicht. Ne? Das ist, alles möglich. Ja. Aber grundsätzlich gehört das natürlich schon dazu und ja, dann die Mitgift und was... Genau. Was man eben sonst noch so bei der Hochzeit austauscht. Die wird leider nicht simuliert. Das habe ich mir schon mal durch eine Mod... Das ist ja eine riesen Lücke eigentlich. Ne? Weil das ist auch, das Allerwichtigste an der Heirat im Adel. Also gerade wenn man jetzt auch die Rolle von Frauen richtig bestimmen will, ist ja die Mitgift.
Also ganz berühmt ist ja die Mitgift von der Frau von Heinrich dem V., die englische Prinzessin Mathilda, die dann wie viel tausend Truhen mit Schätzen, die dann mitgebracht hat. Das ist so elementar. Also das ist, könnte man sagen, das ist der wichtigste Teil der Heirat, dass man, wenn man sich jetzt eine Frau ausgesucht hat. Also es ist sowieso, heiraten ist ja im Wesentlichen jetzt auf dieser Ebene eine ökonomische Überlegung. Also das ist, ja, die Bündnisse spielen natürlich eine Rolle, das Prestige spielt eine Rolle, aber im Wesentlichen geht's um ökonomische Fragen. Und das geht ja auch in beide Richtungen. Also normalerweise ist das ja nicht einseitig. Es gibt die Mitgift und es gibt ja aber eben auch die Absicherung der Frau. Also das Heiraten sichert ja auch die Frau materiell ab. Das ist also die Familie des Mannes gibt, oder der Mann schenkt sozusagen der Frau zur Hochzeit etwas aus seinem Besitz. Und das ist quasi theoretisch ihr Witwenteil. Mhm. Also wenn sie mal Witwe wird, dann kann sie davon leben, daraus leben, aus den Gütern, die sie erhält. Und die Familie der Frau überträgt an den Mann, beziehungsweise die Familie des Mannes, eben auch Besitz. Und das ist, Heiraten ist ein Geschäft. Ja. Das ist der allerzentralste Zweck des Heiratens im frühen und hohen Mittelalter sowieso. Und wer kein Geld hat und keinen Besitz zu verteilen hat, ich meine, ich weiß, das spielt jetzt in dem Spiel keine Rolle, aber für den ist auch Heiraten nicht relevant. Ja. Das ist auch, liegt in der Logik des Systems und deswegen gibt es auch nicht so viel, so viel Schwerpunkt auf der Ehe, wie man das oft annehmen würde, für die Masse der Bevölkerung. Ah, und es gibt am Ende des Mittelalters immer noch Leute, die wissen gar nicht, ob sie verheiratet sind oder nicht. Okay. Das heißt, im einfachen Volk war das sowieso kein Thema, hat man einfach zusammengelebt? Also das ist jetzt was relativ schwierig zu erforschen ist. Und weil diese Vorstellung davon, dass also sozusagen mit dem christlichen Glauben der Siegeszug der monogamen, unauflöslichen Ehe durch das Mittelalter gerauscht ist, der ist sehr fest sitzend in den Köpfen und den Büchern und den Dingen, mit denen wir umgehen. Aber die Forschung, die ich mache und auch viele andere meiner Kollegen, und das ist nicht nur in deutsche Forschung, ich habe gerade ein ganz tolles Buch aus Frankreich gelesen, weist doch sehr stark in die Richtung, dass das für die meisten Leute sehr lange gar keine besonders große Rolle gespielt hat. Die haben einfach tatsächlich einen Lebenspartner gehabt, mit dem haben die ihr Leben organisiert. Das war eine Gemeinschaft, in der die gewirkt haben zusammen. Und auch Polygamie oder viel Weiberei, was ja auch oft mit dem Mittelalter verbunden wird, ist eben auch nur dann möglich, wenn ich entsprechende ökonomische Ressourcen habe. Das heißt, auch die spielt für die einfachen Leute, für die allergrößte Mehrheit der Masse überhaupt keine Rolle, weil muss ja auch leben können. Ja? Ja. Vielleicht kommen wir ja gleich auch noch so ein bisschen zu der Frage der Konkubinen oder der... Gut. Das ist nochmal was anderes eigentlich. So eine Konkubine muss ja nicht unbedingt eine Nebenfrau sein. Entschuldigung, ich wollte nicht davon vorgreifen. Nee, okay, das ist gut. Wir werden jetzt wahrscheinlich keine Konkubinen haben. Männliche Konkubinen. Vielleicht. Ja, das ist natürlich auch möglich. Gut, wir müssen jedenfalls noch ein paar Entscheidungen. Es ist leider am Beginn, aber wir erzählen ja auch so interessant. man kann so Lebenswandel definieren, in welchen Bereichen wir uns quasi so mit beschäftigen, in unserer Freizeit oder so. Wir sind ja sehr gebildet. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir diesen Weg weitergehen. Man kann dann hier so drei Bereiche definieren. Schwerpunkt Medizin, Gelehrsamkeit oder Theologie. Das kannst du jetzt einfach mal schnell entscheiden. Theologie. Okay, sehr schön. Machen wir das. Dann werden wir wahrscheinlich auch diesen theologischen Pfad dann später gehen. Das ist nur so eine erste Entscheidung. Ich lasse mal weiterlaufen, bis die Hochzeit stattgefunden hat, weil dann, genau, das ist jetzt. Die Heirat wird angenommen vom Vater, vom Grafen. Und wir müssen. Aber ich darf die selber annehmen. Das ist ja cool. Naja, wir haben das tatsächlich ihm vorgeschlagen. Yeah. So läuft das, genau. So, da ist er jetzt an unserer Seite. Nur kurz, da kommt er her. Das sind die Grafen von... Die besitzen auch Graz, Pitten, Leibniz und Mürzzuschlag. Also vier Grafschaften sind also durchaus mächtige Adlige, die wir jetzt hier an unserer Seite gezogen haben. Es gibt aber eine Sache, die ich muss jetzt irgendwie schnell verwaltungstechnisch organisieren, weil das Spiel simuliert aufgrund des Verwaltungserfahrung der Charaktere, wie viele Domänen man selber kontrollieren kann, direkt.
gibt es so ein Limit. Wir können das 4, das sollte man dann auch einhalten. Das heißt, die anderen 4 müssen wir abgeben. Also wir verleihen jetzt gewissermaßen diese Titel an Untergestellte. Okay. Wir erschaffen jetzt gleich 4 Grafen. Da kann man sich jetzt unendlich viele Gedanken machen. Ich würde sagen, wir machen es relativ schnell. Also man baut sich jetzt seine eigenen Vasallen, heißt man das? Man baut sich jetzt seine eigenen Vasallen. Unsere eigene Domäne ist sehr groß. Meines Erachtens ahistorisch groß, wenn man jetzt hier mit Bayern startet. Wir besitzen 8 Grafschaften. Mhm. Ne? Und die können wir aber gar nicht alle direkt kontrollieren. Wir sind auch nicht nur Herzog von Bayern, sondern auch von Kärnten. So. Und man könnte zum Beispiel das folgendermaßen machen. Wir haben hier so ein paar Ritter. Und manche sind von denen vielleicht noch keine, ja zum Beispiel hier, Ritter Hartmann ist landlos. Da könnten wir jetzt einfach mal sagen, dem geben wir was. Ich muss bloß einmal gucken, ich will ihm nicht jetzt hier die tollen Domänen geben. Ich glaube, Ingolstadt, Falkenstein, Frontenhausen und Gelsenhausen, die werden wir jetzt loswerden. Das entscheide ich jetzt einfach mal so. Ritter Hartmann, das läuft dann Titel vergeben, der Einfachheit halber. Gebe ich ihm mal gleich 2. So, der wird Graf von Geisenhausen und Frontenhausen. Mag uns natürlich jetzt super gerne, weil wir ihn zum Grafen gemacht haben. So, war da noch jemand, den wir nehmen könnten? Hier haben wir einen Gast am Hofe, den könnten wir zum Ritter machen. Würde sich anbieten, den rekrutiere ich gleich mal. Adam und dem geben wir dann die anderen beiden Titel. Das ist lustig, dass die sozusagen, die unwichtig sind, die haben keine Namen und die anderen haben schon Namen, ja? Weil genau, die eigentlich alle keine Namen haben. Also es gibt ja nur Vornamen eigentlich. Genau, hier ist das System so, dass die alle haben erstmal einen Vornamen und wer adlig ist, hat halt einen Dynastie- oder Hausnamen. Gut, also wir sind eigentlich ja immer noch bei der Einnamigkeit und da gibt es auch keine Hausnamen. Aha. Also, aber man weiß doch irgendwie, zu welcher Familie oder zu welchem... Ja, aber weil wir das sagen... Die haben sich aber nicht so genannt. Also ich meine, manche, von Titeln jetzt mal abgesehen, aber jetzt so diese Bezeichnung nach Burgen, Orten und diese Sachen, die man kennt, das ist später. Okay. So, ich habe es natürlich jetzt gemerkt. Was hatte ich gesagt? Falkenstein und Ingolstadt, habt ihr euch das gemerkt? Ja. Die beiden wollte ich noch loswerden. Okay, alles gut. So, dann haben wir das auch vergeben. Die sind unsere Vasallen. Damit haben wir das Problem gelöst. Es gibt einen Rat. Das sind die uns beraten. Können wir mal gucken, hier ist ein ziemlich untalentierter Mensch, ob wir da noch jemanden besseren finden. der Graf von Innsbruck. Ja, das Problem ist, der ist ein mächtiger Vasall. Das wird so ein bisschen unterschieden. Tja, mächtig, aber untalentiert ist so ein bisschen das Problem, das man häufig hat in diesem Spiel. Das ist sehr realitätsnah, würde ich sagen. Ja, es sind alle Mächtigen drin im Rat. Insofern können wir das auch eigentlich erstmal so lassen, wenn wir einigermaßen spielen. Aber ich habe einen Bischof in meinem Rat. Ja, das kann man tatsächlich nicht bestimmen. Der wird quasi, also das ist ja, also der wird jetzt vom Papst eingesetzt. Der Papst setzt meinen, naja, setzt mir den ja, Berater das, ein? Das ist ziemlich dämlich, finde ich auch nicht gut. Es ist so, dass es quasi der Papst setzt in die... Also wir haben hier nämlich auch kleine Bistümer. Mhm. Diese Leute kann man selber nicht bestimmen. Okay, das ist total ahistorisch. Ja, ja. Das ist mir auch bewusst, ja, zumindest für diese Zeit. Ja. Das ist leider sehr statisch in diesem Spiel simuliert. Und diese Bischöfe, der wird dann auch bei uns im Rat sitzen. Das kannst du nicht beeinflussen. Ja, aber das ist ja total, also es ist ja sogar so, es ist ja sogar ein zentraler politischer Teil des politischen Lebens, dass ich meine Kinder, also eben auch Teile meiner Kinder, dann in kirchliche Ämter bringe. Ja. Also und dann eben auch meinen eigenen Sohn gerne auf den Nachgeborenen, der dann nicht das Erbe übernimmt, den schicke ich dann auf eine kirchliche Laufbahn. Und wenn der dann schön Bischof oder Erzbischof mit und dann richtig mächtig ist und oft ja mächtiger als so mancher Herzog, dann verpasst man ja dieses ganze tolle Element, das da drin steckt. Wobei ich hier meine Kinder auch auf einen kirchlichen Lebensweg geben kann. Aber ich glaube, man macht es eher, um die loszuwerden als Erben. Genau. Ich weiß nicht, ob die hinterher also, noch... Also es das kann verschiedene Gründe haben. Kann ja auch eine Motivation sein. Aber leider ist es dann so... Kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Genau.
Leider ist es dann aber so, dass man die dann, die spielen dann eigentlich keine Rolle mehr. Genau. Die sind dann einfach quasi weg aus der Erbfolge raus. Aber man kann sie halt nicht machtpolitisch nutzen. Finde ich auch eine Sache super mir, schade. Das macht mir jetzt meine ganze Forschung kaputt, weil wenn es so wäre, dann müsste ich mein halbes Buch verbrennen. Ja, also das ist tatsächlich, finde ich, auch eine vergebene Chance, dass man da noch schön was machen kann. Nun ja, es ist, wie es ist. So, also den Rat lassen wir so. Ich muss mal kurz gucken. Spielerbe, wir haben darauf hingewiesen. Wir haben zu viele Grafschaften immer noch. Das müsste eigentlich jetzt doch... Nö, das sollte das jetzt eigentlich sich aktualisieren. Weggehen. Reichsgröße. Komisch. Ansonsten gibt es noch eine Sache, die man entscheiden muss. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, einmal im Leben seines Lehnsherrn, also in unserem Falle König Ludwig, ihm zu huldigen. Also formal und öffentlich die Treue zu schwören. Das hängt jetzt so ein bisschen... Darf man nur einmal machen? Ja, also quasi, wenn der Nächste jetzt König wird... Achso, man darf jedem einmal genau, die Treue schwören. Genau. Okay. So am Beginn seiner Amtszeit oder was, wann auch immer. Jetzt die Frage, ob man das meistens eher, wenn er gerade vorbeikommt. Richtig. In diesem Spiel läuft es aber so, dass man hinreisen muss. Ja. auch das ist, ja... Tatsächlich simuliert das Spiel aber inzwischen auch so Reiseherrschaft ein bisschen. Also die Könige können inzwischen auch durchs Land reisen und dort Dinge tun. Das war vorher am Anfang nicht dabei. Okay. Aber sie machen das, die Huldigung läuft leider nicht so. Okay. Aber die Frage ist, ob wir huldigen wollen oder ob wir ein bayerische Eigenbürgerin werden wollen und unser Ding erstmal dort machen wollen. Aber war das in der Zeit Karls des Großen nicht auch so zum Beispiel in Aachen, dass versucht wurde, dieses Reisen des Kaisers ein bisschen einzudämmen, weil er war einfach viel zu viel unterwegs und es wurde immer mehr erwartet, dass die Vasallen dann auch zur Kaiserpfalz kommen? Nee, ich glaube, das sind zwei verschiedene Aspekte. Also ja, Aachen wurde ausgebaut als der Ort Karls des Großen, ganz repräsentativ, um auch nach außen zu wirken. Und auch so ein Zentrum zu bilden, aber das hat keinen großen nicht daran gehindert, trotzdem weiterhin wild durchs Land zu reisen. Das wollte ich auch nicht damit sagen. Und es ist auch nötig, denn die Präsenz des Herrschers, also die physische Präsenz des Herrschers in seinem Reich, ist absolut notwendig, um seine Macht zu stabilisieren. Und wenn der immer nur auf einer Stelle sitzen geblieben wäre, dann wäre der ganz schnell nicht mehr so mächtig und einflussreich gewesen, wie es war. Und jetzt hatte Karl der Große natürlich eben so ein großes Reich, dass das nicht ging. Und er hat ja auch viele Vertreter überall hingesendet, um dann für ihn Dinge zu tun. Aber das ist ja auch... Das Reisekönigtum bleibt ja auch noch lange, lange, lange nach den Karolingern die gängige Praxis. Ja. Und natürlich haben die alle einen regionalen Schwerpunkt, nämlich da, wo sie ihre politische Machtbasis haben oder da, wo das große Problem liegt. Also später die Salier, die müssen dann Kriege führen, dann sind sie eben viel da, wo sie Krieg führen, aber nicht, weil es so schön ist und weil sie da so viel Macht haben, sondern weil sie da sein müssen. Und aber das unterscheidet sich eben entsprechend dann sehr stark. Oder Otto der Große, der dann eben ja auch wieder ein neues Zentrum ausbauen will, der dann in Magdeburg viel investiert und eben da wieder für sich neu Repräsentanz schaffen will und nicht sagt, ich gehe jetzt wohin, wo schon andere tollere Herrscher vielleicht schon ihr Bildnis aufgestellt haben, sondern müssen ja auch immer wieder sich neu nach außen transportieren. Es muss ja sichtbar sein, auch fürs Volk. Das ist ganz wichtig. Also dieses Reisen ist total essentiell und das ist auch essentiell für die Adligen, denn wenn der König kommt, muss er ja bewirtet werden und er kommt ja nicht alleine und das ist immer ein großer Aufwand und das ist zum Beispiel auch ja natürlich eine Ehre, wenn der König kommt, aber es ist eben auch eine große Investition, die man tragen muss und auch das muss im Gleichgewicht bleiben, das wissen die ja auch. Und deswegen gibt es ja auch dann die Pfalzen, wo der König aus seinem eigenen Besitz die ausstattet und quasi seine Punkte hat, an die er dann jeweils zieht. Dann zieht er immer von Pfalz zu Pfalz, um nicht die seinen Leuten die Haare vom Kopf zu fressen, denn dann wären die ja auch alle auf die Barrikaden gegangen. Mhm. Gut. Ich hätte da gleich noch eine kurze Frage zu. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, würde ich denken, dass die Frage, wo der König gerade ist, auch irgendwie eine sehr große Rolle dafür spielt, wie er reagieren kann und so weiter, weil ja dadurch sämtliche Nachrichten müssen ja irgendwie zu Fuß, zu Pferd transportiert werden. Und wenn er jetzt quasi in Bayern, wenn er quasi gerade im Osten von Bayern ist und im Westen kommt der Krieg, dann braucht es ja ewig, bis er davon mitkriegt, bis er irgendwie seine Reaktion schicken kann. Ich würde jetzt denken, dass das irgendwie so einen Einfluss hat, wenn ich Bayern angreifen will, ich warte, bis er am Ende ist oder so.
Ist das so oder ist das eher so, dass alles sowieso langsam dauert, Armee aufstellen, wird mal irgendwas irgendwie passieren, dass das eher, dass sich Monate hinzieht, dass die Boten schon hinterherkommen, egal wo er gerade ist? Ja, also es ist nicht so, dass Zeit ein irrelevanter Faktor ist. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber es dauert natürlich alles viel, viel länger, als wir uns das immer vorstellen. Und es stimmt total, was du gerade gesagt hast. Aber der Punkt ist, das stimmt ja für den Gegner auch. Das heißt, der Gegner, er fährt ja auch nicht durch irgendeine magische Kugel, wo der Herrscher gerade ist. Sondern der muss ja genauso auch wieder seine Informationen einholen. Und da müssen auch wieder die Boten zurückgehen. Das heißt, dadurch ist es ein ausgeglichenes Verhältnis. Denn es ist nicht so, dass der Herrscher am Anfang des Jahres seinen Reiseplan rausgibt und dann alle sich entsprechend einstellen können. Im August ist er da und im Dezember ist er dort. Und deswegen weiß ich das. Und natürlich gibt es große Reisen. Die Italienzüge, ne, die deutschen Herrscher, die reisen immer regelmäßig nach Italien. Und diese Züge über die Alpen, die müssen groß geplant werden. Das ist sehr, sehr aufwendig, gefährlich. Und das ist natürlich im Voraus bekannt. Kreuzzüge. Das sind alles Dinge, die natürlich einen entsprechenden Vorlauf haben und dann auch man das weiß. Aber wenn der Herrscher länger weg ist, dann sorgt er ja auch dafür, dass seine Herrschaft gesichert wird, indem er eben Leute betraut, die vor Ort dann weiterhin die Macht ausüben. Und die dann auch wieder so agieren, wie er es tun würde, wenn er da wäre. Die also diese Stellvertretung dann für ihn übernehmen. Das ist dann oft ein Bischof und ein hoher Adliger. Meistens verzeiht man das auf mehrere Schultern, wenn man schlau ist, dann zählt man sich nicht dann irgendwie ein Problem ran. Und wenn man noch ein Kind hat, dann lässt man das vielleicht in deren Obhut zurück. Dann ist es ideal, weil dann hat man den zukünftigen Herrscher, der ist sicher, dessen Körper repräsentiert die Herrschaft des Vaters in Stellvertretung und die Helfer machen eben die Arbeit. Das ist so die Idealkonstellation. Otto der Große hat das sehr erfolgreich praktiziert. Gut, ich muss noch mal insistieren, bitte? Ob wir huldigen oder nicht, weil das ist so ein bisschen eine machtpolitische Frage. Wollen wir sozusagen uns so ein bisschen distanzieren vom aktuellen König? Der ist schon 61. Den müssen wir nicht mehr huldigen? Doch, oder? Wir können ihm huldigen, aber wir können auch sagen, warten wir mal, bis er gestorben ist, was dann passiert. Passiert mir was Schlechtes, wenn ich nicht huldige? Nö, eigentlich nicht. Es kostet uns was, wenn wir huldigen. Nicht zwingend, es bringt uns auch was. Ein bisschen Prestige und eine Meinung, eine gute Meinung, gutes, ja, beste also Beziehung. Mach doch mal. Okay, huldigen wir. Genau, das kostet uns Prestige. Erstmal Prestige. So, man kann jetzt noch Geschenke geben. Oder gefallen. Wieso kostet mich das Prestige, wenn ich huldige? Das habe ich nicht, das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich in die Knie gehen muss, oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Logik dahinter, so nach dem Motto, man erniedrigt sich? Erniedrigt sich, ja. Das ist interessant. Das ist, weil es ja auch Herrscher gibt, die sich mal in dem einen oder anderen Zeitpunkt mal zu Boden werfen müssen. Mhm. Und das wird ja oft so dann gesehen, dass das eben dieses große hier buchstäbliche in den Staub werfen ist und erniedrigt werden. Das hat aber natürlich von einer religiösen Komponente her einen ganz anderen Hintergrund. Und eigentlich tun die das, was erwartet wird. Und dadurch, dass sie das tun, stellen sie eigentlich eben ihr Prestige wieder her. Mhm. Es ist genau andersrum. Mhm. Indem ich das tue, gewinne ich Ehre, ich verliere sie nicht. Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis in der Wahrnehmung dieser Akte. Diese Akte sind ja auch eben die einzige Möglichkeit, öffentlich irgendwie Herrschaft darzustellen und spielen eine ganz große Rolle für diese Strukturen.